Dieser Film handelt von einer Kopfhörermatrix. Um die hier gemachten Beispiele und den Effekt der Matrix vernünftig zu hören, tragt bitte Kopfhörer. Mit Kopfhörern zu arbeiten ist komplexer, als man meint. Musik mit Kopfhörern zu hören klingt signifikant anders als mit Lautsprechern. Wenn man auf Kopfhörern das Signal nach rechts dreht, hört man es nur von rechts. Und natürlich umgekehrt. Wenn man dasselbe bei Lautsprechern tut, kann man hören, dass das Signal von rechts kommt, aber man hört es mit beiden Ohren. Lautsprecher geben einem ein Gefühl von Räumlichkeit, was Kopfhörer nicht können. Hier kommt die Phonitormatrix ins Spiel. Um es einfach zu machen. Wir hören einen zeitlichen Abstand beim Eintreffen eines Klangs in einem und dann im anderen Ohr. Das nennen wir die interaurale Zeitdifferenz, die uns die Richtung eines Klangs verrät. Je nach Phonitormodell kann man die virtuellen Lautsprecher in verschiedenen Winkeln links und rechts der gehörten Mitte positionieren. Der zweite Aspekt ist die interaurale Pegeldifferenz, die den Unterschied der Lautstärke zwischen dem einen und dem anderen Ohr zeigt. Nur wenn ein Klang direkt von vorne kommt, sind diese Differenzen null. Die Phonitormodelle haben einen Regler mit der Bezeichnung Crossfeed, um diesen Wert zu regeln. Hier ein Beispiel, was die Phonitormatrix macht. Im ersten Klangbeispiel ist eine E-Gitarre auf der rechten Seite zu hören. Hört, wie der Klang sich ändert, wenn ich durch verschiedene Einstellungen gehe. Am Ende schalte ich die Matrix ein und aus, um die Wirkung in ihrem größten Kontrast zu zeigen. Thank you.